Der iranische Präsident Raisi ist nach einem Hubschrauberabsturz tot aufgefunden worden. Das bestätigten Regierungsvertreter. Auch Außenminister Amir Abdollahian kam demnach ums Leben. Zuvor hatte eine türkische Drohne das Wrack geortet. Die Politiker waren auf dem Rückweg aus Aserbaidschan, wo sie einen Staudamm eingeweiht hatten. Die Unglücksursache ist noch unklar. Diese Drohnenbilder bringen Gewissheit. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi und sein Außenminister sind tot. Von ihrem Hubschrauber sind nur noch Trümmer übrig. Fieberhaft hatten Rettungsteams seit gestern nach der Absturzstelle gesucht. Der Kontakt mit dem Hubschrauber war bei dichtem Nebel abgebrochen, auf dem Rückweg von der Grenze zu Aserbaidschan, wo beide Länder einen Staudamm eingeweiht hatten. Schon früh versucht das iranische Regime klarzumachen, auch ohne Raisi gehe es weiter wie bisher. Liebe Menschen, ob Sie nun hier sitzen oder meine Rede später hören werden, machen Sie sich keine Sorgen. Die Arbeit des Landes wird nicht unterbrochen werden. Der Tod des iranischen Präsidenten aber kommt für das Regime zur Unzeit. Seit Herbst 2022 kommt es immer wieder zu massiven Protesten gegen die Mullahs. Dazu kommt der gescheiterte Angriff auf Erzfeind Israel im April. Raisis Nachfolger muss schnell gefunden werden. Nach der iranischen Verfassung wird Vizepräsident Mokhber die Aufgaben des Präsidenten übernehmen und ein dreiköpfiger Rat, dem Mokhber, der Sprecher des Parlaments und der Leiter der Justiz angehören, wird in etwa 50 Tagen Neuwahlen organisieren müssen. Freie Wahlen aber gibt es im Iran nicht. Auch Raisis Nachfolger wird wohl jemand werden, auf den sich das Mullah-Regime im Iran vorher geeinigt hat. Der Iran gehört zum Berichtsgebiet meiner Kollegin Katharina Willinger, die uns jetzt aus Istanbul zugeschaltet ist. Katharina, nochmal aus deiner Sicht. Wer war dieser Mann? Welche Rolle hat Raisi als Politiker gespielt? Also Ebrahim Raisi ist ein Mann des Regimes. Er ist seit 2021 Staatspräsident. Er gilt als echter Hardliner. Er ist 1960 in Mashhad geboren. Das ist im Osten des Irans eine heilige Stätte. Er hat eine Karriere innerhalb der Justiz gemacht. Er war Staatsanwalt und Richter in den 80er Jahren und gilt auch als einer der Verantwortlichen für Massenhinrichtungen innerhalb der Opposition. Er hat die Proteste im Herbst 2022, die Frauenleben Freiheit-Proteste nach dem Tod von Jina Mahsa Amini blutig unter seiner Regierung unterdrücken lassen. Deswegen ist er auch umstritten im Staat, beziehungsweise viele Regierungsgegner, Regimekritiker lehnen ihn sowie das gesamte Regime natürlich ab. Er ist ein Zögling von Ayatollah Ali Khamenei, dem obersten Führer im Land, der das Sagen hat. Und er gilt tatsächlich auch, oder er galt, muss man jetzt sagen, als ein potenzieller Nachfolger. Sein Tod ist bestätigt. Welche Informationen hast du zu den Absturzursachen? Also es gibt noch keine wirklichen Details von Seiten der iranischen Behörden. Es wurde in mehreren Erklärungen mit dem Wetter erklärt. Also wir haben gestern auch in den Bildern gesehen, dass es sehr nebelig war. Es soll starken Regen in der gesamten Region gegeben haben. Es war ein sehr bergiges Gelände. Es gibt natürlich Spekulationen. Das hat auch damit zu tun, dass in den letzten Wochen der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ja sehr stark hochgekocht war. Es gab dann auch einen direkten Angriff des Iran auf Israel und einen mutmaßlichen Rückschlag der Israelis. Also kamen sehr schnell solche Spekulationen auf. War es ein Sabotageakt? Dazu haben sich die iranischen Behörden bisher überhaupt nicht geäußert. Also man geht momentan stark davon aus, dass es tatsächlich mit dem Wetter zu tun hat und auch mit der veralteten Maschine. Der Präsident war nämlich, wie die anderen Regierungsvertreter, in einer Maschine aus dem Jahr 1979 unterwegs. Und da stellt sich schon die Frage, warum nutzen ranghohe Politiker so eine alte Maschine? Also das ist tatsächlich nichts Unübliches im Iran. Die meisten Maschinen der Luftwaffe, ob das jetzt Helikopter sind, aber zum Teil auch Flugzeuge, wurden vor der Islamischen Revolution tatsächlich gekauft. Also stammen eben aus den 70er Jahren. Das hat damit auch zu tun, dass es seit Gründung der Islamischen Republik auch immer wieder Sanktionen gegen das Regime gibt. Und diese Maschinen werden weiterhin eingesetzt und immer wieder auch repariert. Das berichtet auch seit vielen Jahren das iranische
herrsche der iranische Rote Halbmond, dass man große Probleme hat, beispielsweise bei Rettungseinsätzen mit diesen Maschinen. Deswegen wurde ja jetzt auch relativ schnell Hilfe von Seiten der Türkei angefordert. Es war am Ende auch eine türkische Drohne, die den abgestürzten Hubschrauber gefunden hat. Und in den letzten Jahren gab es immer wieder Unfälle bzw. Abstürze innerhalb der iranischen Luftwaffe. Schauen wir auf das, was jetzt kommt. Wie sieht das Prozedere aus? Also ab heute hat man 50 Tage Zeit, die Neuwahlen vorzubereiten. Es gibt jetzt diverse Notfall- und Krisensitzungen des Innenministeriums. Der Vizepräsident des Landes übernimmt jetzt erstmal die Geschäfte. In 50 Tagen muss dann neu gewählt werden. Wir haben es in dem Einspieler vorher ja schon kurz gehört. Das sind keine freien Wahlen im Iran. 2021, als Raisi an die Macht kam, waren es auch vorselektierte Kandidaten, auch in den Jahrzehnten zuvor, jetzt auch bei den Parlamentswahlen. Vor knapp 2 Monaten, wo ich auch vor Ort war, war das wieder ein vorselektierter Prozess. Und deswegen ist die Motivation der Bevölkerung natürlich auch extrem niedrig, an solchen Wahlen teilzunehmen, weil sie sagen, wir haben nicht die freie Entscheidung, es wird ein Mann des Regimes werden. Wer es dann am Ende wird, das ist die große Frage, denn es gibt tatsächlich gar nicht viele Alternativen momentan, die man in der Islamischen Republik auf diese Position setzen könnte, dass ein vorselektierter Prozess ist und da sich in den letzten Jahren immer verstärkter die Hardliner durchgesetzt haben. Und trotzdem bleibt ja im Hinterkopf die Frage, könnte es sein, dass das Regime seinen Kurs jetzt doch ändert, vielleicht sogar zusammenbricht? Du hast ja erwähnt, die Proteste nach dem Tod von Amini. Nein, also davon kann man wirklich nicht ausgehen, denn dieses Regime, das macht sich eben nicht am Staatspräsidenten fest, sondern es sitzt fest im Sattel durch die Revolutionsgarde, die dieses islamische System am Leben hält. Vielleicht muss man das kurz erläutern. Im Zuge der Islamischen Revolution 1979 wurde zusätzlich zur Armee auch die Revolutionsgarde geschaffen. Das ist also eine zweite Armee, kann man sagen, im Staat, die als Aufgabe den Erhalt des islamischen Systems und der Führungsspitze, in dem Fall ist das Ali Khamenei, der oberste Religionsführer, der oberste Führer im Land, hat. Und diese Position ist unangetastet. Das heißt, es wird sicherlich in den nächsten Tagen, Wochen und vielleicht auch darüber hinaus einen Machtkampf geben. Zum einen jetzt um die Position des Präsidenten, zum anderen aber, weil die Position des Präsidenten auch immer damit zu tun hat, mögliche Nachfolge des Religionsführers. Also auch Ali Khamenei ist damals Khamenei nachgefolgt. Der hatte damals die Position des Präsidenten 1989 war das und ist ihm nachgefolgt und Raisi galt jetzt eben auch als potenzieller Nachfolgerkandidat. Diesen Machtkampf werden wir wahrscheinlich sehen, auch vielleicht im Außenministerium. Der Außenminister Amir Abdullahian ist bei diesem Absturz ja auch ums Leben gekommen. Er war sehr präsent in den letzten Monaten, vor allen Dingen seit dem 7. Oktober, war immer wieder unterwegs im Nahen Osten, hat verschiedene Player im Nahen Osten getroffen, hatte enge Kontakte auch zu Hamas. Also das wird jetzt spannend sein, für wen sich das Regime da in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden wird.